Hallo und willkommen im RepExpert Training Center. Heute geht es um einen gebrochenen Spannarm aus dem Nebenaggregatetrieb von einem 1,9 Liter TDI-Motor aus der VW-Gruppe. Wie es zu diesem Schaden oder zu diesem Problem gekommen sein könnte, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Hier sehen wir den Spannarm, den ich gerade angesprochen habe. Und unschwer zu erkennen, ist er eindeutig gebrochen. Interessant ist auch zu wissen, dass er vor ein paar wenigen tausend Kilometern bereits schon einmal getauscht worden ist. Nun liegt die Vermutung nahe, dass es sich hierbei vielleicht um eine Materialfehler handeln könnte. Aber ist das wirklich so? In unserem Nebentrieb oder Nebenaggregatetrieb, in dem sich auch unser Spannelement befindet, ist ein sogenannter Generator Freilauf verbaut. Dieser hat die Aufgabe, den Riementrieb zu beruhigen. Ist der Generator Freilauf defekt, entstehen Belastungsspitzen. Diese Belastungsspitzen können Geräusche verursachen, der Riemen kann anfangen zu flattern und im schlimmsten Fall kann dann sogar unser Spannelement brechen. Deshalb ist es immer empfehlenswert, bei allen notwendigen Reparaturen im Nebenaggregatetrieb den Generatorfreilauf mit zu überprüfen. Wie wir das am besten anstellen, das schauen wir uns jetzt nochmal zusammen an. Überprüfen kann man den Generatorfreilauf gut im eingebauten Zustand. In eine Richtung muss er sich frei durchdrehen lassen und in die andere Richtung sperrt der Generatorfreilauf und wir bewegen den gesamten Riementrieb mit. Sollte der Keilrippenriemen zum Beispiel mal gerissen sein, haben wir trotzdem die Möglichkeit, im eingebauten Zustand unseren Generatorfreilauf zu überprüfen. Mit einer Hand halte ich die Riemenscheibe fest und mit dem Werkzeug kann ich die Generatorwelle frei durchdrehen. In die andere Richtung blockiert der Generatorfreilauf und ich kann die Riemenscheibe nicht mehr festhalten. So weiß ich, dass die Funktion des Freilaufs gegeben ist und alles so funktioniert, wie es sein soll. Also denkt bitte daran, bei allen Reparaturen im Nebenaggregatetrieb immer den Generatorfreilauf mit zu überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen. Weitere Informationen, wie zum Beispiel Reparaturanleitungen, Serviceinformationen oder auch Produktbroschüren, erhaltet ihr bei uns auf dem RepExpert-Portal oder von den Trainern in den technischen Schulungen. Das war's für heute aus dem RepExpert Trainingscenter. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.